Meine lieben Freunde, es ist Sonntag, bin auf dem Weg, ja, am Sonntag zu einem Trainingstag nach Franken. Und mir ist wieder was aufgefallen, was ich unbedingt mit euch teilen will, weil ich auch wieder fast in so eine Schleife gegangen wäre, durch die mir plötzlich ganz bewusst wurde und ja, die mich dazu aufgefordert hat, was zu verändern. Ich glaube, wir werden im Moment alle so in die Richtung gedrängt, einfach die falsche Frage zu stellen. Und auch ich habe die falsche Frage gestellt. Ich habe mich in letzter Zeit sehr oft gefragt, Mensch Harald, wo kannst du denn einschränken? Wo kannst du sparen? Wo kannst du sparen? Wo kannst du dazu beitragen, dass mehr bei dir übrig bleibt, dass ja, einfach weniger ausgegeben wird, nachdem alles teurer wird. Was ist passiert? Ich habe immer weniger übrig gehabt. Die Ausgaben sind weiter gestiegen. Ich konnte gar nichts verändern. Und obwohl ich mir die Frage gestellt habe, wo kann ich noch einsparen, gab es da nicht viele Möglichkeiten. Dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist die falsche Frage. Die einzig richtige Frage ist, welche Fähigkeiten habe ich, um meine Einnahmen so zu erhöhen, dass es für mich kein Thema ist, mehr Kosten oder die Mehrkosten, die auf mich zukommen, gegen die wir uns scheinbar ja alle nicht wehren können, dass mich die nicht stören, dass ich sie locker tragen kann. Also Leute, stellt euch die richtige Frage. Welche Fähigkeiten habt ihr denn? Und glaubt mir's, ich bin mir ganz sicher, ihr habt mehr als genug Fähigkeiten, die es euch ermöglichen, so viel mehr einzunehmen, dass das, was da gerade passiert, für euch kein großes Problem darstellt. Wenn ihr dabei Unterstützung braucht, wenn ihr gern mal drüber sprechen wollt, wenn ihr vielleicht den ein oder anderen Impuls kriegen wollt, schreibt mal ganz einfach kurz, meldet euch. Ich bin mir ganz sicher, wir finden auch bei dir den Weg, der dir das Ganze viel, viel einfacher macht. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis dann. Ciao.